Ich werde oft gefragt, was war so die besonderste oder die außergewöhnlichste Medaille in meiner Karriere? Ich war ja 6-mal bei Paralympics dabei, von 1992 bis 2010. Und eine, und das war die allerletzte, die 16. goldene, die war ganz besonders. Da bin ich früh aufgestanden. Es war irgendwo ein besonderer Tag, weil ich wusste, heute ist mein letzter Start, der letzte Start bei Paralympics. Das war's dann, und da geht man schon nochmal mit einer anderen Einstellung in so ein Rennen rein. Und das war die Superkombi damals. Und Superkombi, ein Durchgang Super-G und ein Durchgang Slalom. Und ich bin im Super-G gestartet und bin ins Ziel gekommen, war guter Zweiter und habe dann mir Gedanken gemacht, wie gehe ich jetzt in den zweiten Durchgang Slalom. Slalom ist immer so eine Gratwanderung, da kann viel passieren, da ist man auch schnell mal draußen. Da habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Fliege ich raus? Wenn ich Vollgas gebe, ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass man rausfliegt. Dann habe ich nichts, dann ist mein letztes Rennen ein Ausfall. Und dann habe ich so hin und her überlegt, dann habe ich gedacht, na, das letzte Rennen und ich gebe nochmal alles, ich gebe mein Bestes, ich hau nochmal alles rein und schau, was passiert. Und so habe ich es dann auch gemacht und bin gestartet mit dem Ziel, ich wollte unbedingt den vor mir noch packen. Und habe das wirklich geschafft, bin im Slalom die Bestzeit gefahren und habe den Vordermann noch abgefangen, habe damit auch im letzten Rennen noch eine Goldene geholt und war überglücklich, komme ins Ziel und kriege dann einen Anruf und von meiner Frau gesagt, dass ich gleichzeitig auch noch Papa geworden bin.